Ja, hallo liebe Katja. Freue mich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben uns heute mal die Zeit genommen, damit wir uns ein bisschen über die Reiseleitung unterhalten. Bevor wir da starten, können wir unseren Zuschauern ja einmal ein bisschen was über uns erzählen. Mein Name ist Mario Hector und ich arbeite für Travel to Life. Ich arbeite als Reiseleiter. Ich bin aber auch Trainer und obendrein auch noch Coach. Und ja, Katja, was gibt's zu dir zu sagen? Ich bin die Katja Reich, ich wohne in Wiesbaden, komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und arbeite seit 2 Jahren für Travel to Life als Reiseleiterin. Ja, ich bin in München, also da haben wir auch schon ein bisschen Wegstrecke, deswegen haben wir das ja auch so virtuell. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Reiseleitung? Wie bist du denn zur Reiseleitung gekommen? Ach Mario, das hat bei mir echt schon früh, früh angefangen. Als Jugendlicher habe ich für unsere Gemeinde hier Freizeiten mitorganisiert und geleitet. Und mit 18 wollte ich dann die Welt entdecken. Aber da man als Schüler kein Geld hat, dachte ich mir, ich verbinde das Reisen mit Geld verdienen, also für Kost und Logis zu arbeiten. Und das habe ich in Frankreich an der Atlantikküste in einem Surfcamp als Leiter für Jugendliche gemacht. Und das Jahr drauf war ich in Italien Campleiter. Also habe ich die Campleitung übernommen. Ja, und dann kam das Abitur, der Job und das Studium eben dazwischen noch. Und es war sehr viel und ich war sehr viel unterwegs auf der Welt. Und die Reiseleitung kam irgendwie hinten in den Schrank bei mir, hat sich da irgendwie versteckt. Und 2017 hatte ich dann einen Fahrradunfall, der sich über ein Dreivierteljahr hingezogen hat. Und in diesem Dreivierteljahr hatte ich ganz schön viel Zeit, über meinen Schrank mal nachzudenken und ihn mal komplett auszuräumen und zu gucken, was ist da, was brauche ich? Und ich habe mich an die Reiseleitung wieder erinnert, die mir ja immer super viel Spaß gemacht hat. Und dann kam gleich der Zweifel auf, kann ich das überhaupt jetzt machen mit Erwachsenen? Jugendfreizeiten und Erwachsenenreisen ist ein Unterschied. Und bin ich dem gewachsen? Tja, und dann kamt ihr, Travel to Life, mir über den Weg. Und bei dir, Mario, habe ich dann meine Ausbildung gemacht. Und dann sind wir gleich nach Malta auf die Pilotreise, wo ich herausgefunden habe, dass das wirklich das Richtige für mich ist. Und ich glaube, ihr auch, denn ich habe dann direkt für euch gearbeitet als Reiseleiterin. Ja, und jetzt, also du machst für Travel to Life Reiseleitung, was insbesondere, was sind so deine Zielgebiete? Italia, Mario, Italien. Italia, Sizilien, die Liparischen Inseln. Und was begeistert dich so daran? Ach, ich liebe Ach. einfach Italien und im Speziellen Sizilien und die Liparischen Inseln. Und das liegt vor allem an den Menschen dort, Ja. an den liebenswerten, hilfsbereiten, offenen und herzlichen Menschen. Kleines Beispiel, als ich mit meiner zweiten Reisegruppe, also ich war wirklich erst einmal davor dort, ich komme das zweite Mal auf Lipari, das ist ja die größte Insel des Archipels, komme ich an und ich war noch nicht mal aus dem Aliskavi richtig hinausgelaufen, also dieses Tragflächenboot, und schon ruft ein Einheimischer, Ciao Katja! Und das ist so wie, ach, wie ankommen, wie nach Hause kommen, das ist so wie eine zweite Heimat, da fühlt man sich richtig wohl. Und das ist zwar, die Menschen sind das eine, aber auch die Wanderreise, die Travel to Life anbietet und die ich leiten darf, die ist einfach, ach, gigantisch. Wir sind ja da auf 3 Inseln untergebracht und wir sind nicht nur auf einer Insel, was natürlich organisatorisch für uns als Reiseleiter wäre das natürlich super easy, aber ganz ehrlich, diesen Aufwand nehme ich gerne auf mich, denn es ist so was anderes. Jede Insel, auf der man übernachtet, die erlebt man ganz anders. Den ganzen Charakter kann man viel besser in sich aufsaugen irgendwie, als wenn man immer nur auf einer Insel ist und dann so Tagesausflüge macht. Und deshalb, ja, wir sind ja zuerst auf Lipari, was ich ja schon gesagt habe. Und da heißt es ja hier, fare una bella figura, gesehen und sehen und gesehen werden, ist ja hier das Motto. Da gibt es halt Bars, Restaurants, Geschäfte. Also hier steppt der Bär, würden viele sagen. Da weißt du Und eine gute Figur zu machen, ja, genau. ne? Und von da geht es ja dann auf die zweitkleinste
Insel Alicudi. Und das ist ja das komplette Gegenteil. Keine Autos, nur Treppenstufen. Hier geht es hoch oder runter. Dazwischen gibt es nichts. Die Einheimischen, die lassen ihre Einkäufe mit Mulis nach Hause transportieren. Anders funktioniert das dort nicht. Und abends wird bei Fischersleuten zu Abend gegessen. Das ist die zweite Insel. Und dann geht es drüber zur dritten Insel, ganz in den Osten des Archipels. Und da ist der aktive Stromboli. Da dreht sich dann alles mehrmals am Tag um Feuer und Rauch. Und von da aus machen wir natürlich auch immer noch Tagesausflüge, natürlich von den Inseln, nach Salina, auf Vulcano. Da kann man leckeren Malvasia, leckere Kapern verkosten. Man kann im Schlamm baden oder einfach mit einem Espresso in der Bar sitzen und die Insel, das Leben, die Menschen auf sich wirken lassen. Das macht's aus, warum ich da so gerne hingehe. Also ich kann dieses Feuer, das du jetzt hier gerade entfachst, ja sehr wohl nachvollziehen, weil auch mich hat es ja schon vielfach dorthin verschlagen und Italien ist wirklich ein wunderbarer Platz, um all diese Genüsse in vielfältiger und mannigfaltiger Form auch wirklich so in sich aufzunehmen. Wenn du mal so zurückschaust, du hast jetzt gerade so ein Highlight schon auch mit so einer Gruppe auch genannt, so was waren denn, gab es noch so irgendwelche anderen Highlights, wo du sagst, so das war irgendwas Besonderes, was so auch das Thema Reiseleitung für mich ja auch dann so außergewöhnlich macht? Oder eben auch so eindrucksvoll. Oh ja, Mario, da gab es auf jeden Fall was. Mein besonderes Highlight da unten ist immer das Wetter und im Speziellen der Wind. Und direkt bei meiner allerersten Reise, wo man ja sowieso aufgeregt ist und so weiter, da war ich auf Lipari untergebracht zuerst. Das war unser erster Stopp. Und dann ging es ja auf Alicudi, sollte es gehen. Und durch die Einheimischen habe ich mitbekommen, dass in 2 Tagen der Wind so stark sein sollte, dass zu 99,9% die Fähren nicht fahren. Und ich also gar nicht nach Alicudi käme mit meiner Gruppe. Und ich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ich so, wenn ich das jetzt nicht tue, weil der Wind sollte anhalten, das heißt, ich wäre dann auch einen Tag später nicht nach Alicudi gekommen. Wir hätten das komplett canceln müssen. Und dann dachte ich mir, das ist so eine wunderschöne Insel und wegen der buchen die Leute das auch, die Reise, weil es einfach so einzigartig ist dort. Und ich dachte mir, das kann ich doch denen nicht vorenthalten. Und dann habe ich mit den Italienern und so kurzerhand alles umgeschmissen und umorganisiert und habe meine Leute informiert, dass wir nicht in 2 Tagen erst fahren, sondern direkt schon am nächsten Tag abfahren nach Alicudi. Und das war traumhaft. Wir saßen dann auf Alicudi erstmal fest, also länger als geplant, aber das fanden alle total toll, weil es eine Entschleunigung war dort. Ja. Und die fanden es super, dass sie überhaupt auf diese Insel kamen. Und das ist halt so das Tolle in Italien und gerade dort, die Italiener, die unterstützen einem halt in sowas immer. Die sind flexibel und sie suchen mit mir nach Lösungen und die wir dann auch gemeinsam finden und das dann auf den Weg bringen. Und das ist das Tolle. Also das war echt ein Highlight, mein erstes Highlight dort. Ja, wenn du also, dann hoffen wir mal auch für die nachfolgenden Wochen und Monate, dass wir solchen Highlights auch wieder begegnen und dass wir diese halt einfach auch wieder mit uns in unseren Reisekoffer packen können. Wenn du jetzt so zum Abschluss vielleicht noch so einen Gedanken hast, den du an unsere Zuschauer, an unsere Gäste auch mitgeben würdest, was würdest du gerne noch loswerden? Also liebe Gäste, alle, die schon gebucht habt, storniert bitte nicht eure Reise, sondern verschiebt sie, bucht sie um auf den Herbst oder auf nächstes Jahr, denn ihr würdet etwas so Einzigartiges verpassen und das möchte ich nicht. Gut. Das wünsche ich euch einfach nicht. Genau. Hoffen wir mal, dass das genauso eintrifft, liebe Katja. Und ich danke dir an dieser Stelle erstmal ganz herzlich für deine Zeit. Und es war schön, dir und deinen begeisternden Worten halt einfach zu lauschen. Freuen wir uns darauf, dass wir auch gemeinsam wieder losziehen können. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute. Alla prossima volta. Ci vediamo. Ja, grazie mille. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Nachmittag und wer sich dann noch für das Thema Reiseleitungen interessiert, der möge dann später mal noch unter dem Video schauen. Wir haben nämlich da noch einen Link nachher dann noch mit eingebaut und dann gibt es noch weitere Informationen für Menschen auch, die sich für Reiseleitungen interessieren, so wie die Katja das auch getan hat. Katja, alles Gute für dich, wünsche dir noch einen wunderbaren Nachmittag. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann, ciao. Ciao.